So, dann herzlich willkommen zur Abendausgabe. Es ist 21.24 Uhr. In den USA wird gehandelt und relativ mächtig abverkauft. Zwar noch nicht im Dow Jones und S&P besonders viel, aber im Nasdaq und natürlich dann in den Goldminenwerten findet ein kräftiger Abverkauf statt. Kommen wir aber dennoch gleich zum S&P 500 Index. Wer sich noch an die Worte von gestern Abend oder heute früh erinnern kann, ich glaube, die waren auch sogar eher heute früh, stand hier die Indikation ja, bei rund 2187, leichte Minus. Und ich sagte, wer es wirklich sehr spekulativ mag, kann hier shorten oder wäre es legitim zu shorten mit einem Stopp auf dem Hoch. Derjenige, der das hier gewagt hat, liegt deutlich im Plus mit der Short-Position. Allerdings wurde das prozyklische Short-Signal noch nicht mal ausgelöst, auch nicht jetzt 20 oder 25, 30 Minuten vor Handelsschluss. Das wäre jetzt hier also nur auch Intuition gewesen. Klar war das jetzt hier vielleicht ein kleines Doppeltop. Ich habe es vorher die unteren Zeitebenen angeschaut. Es war wirklich vom Chart her noch nicht wirklich was herauszulesen. Deshalb auch eben sehr spekulativ. Australische Dollar, kanadische Dollar. Da gab es nochmal heute ein Update. Da war dann hier der Pfeil, als er hier oben war, nochmal hier oben ein Abprall am EMA 200. Dann allerdings nur leicht. Und dann nach oben, der Stopp wurde hier schon eben hochgesetzt, kann man im Stream nachlesen. Also geringes Risiko. Und allerdings finde ich das Setup jetzt nicht mehr so prickelnd, nachdem es hier nochmal abgeprallt ist, aber mit dem Stopp kann man das noch genauso lassen. Was hier wunderschön dann abgeschlossen worden ist, ist hier britische Pfund gegen australische Dollar. Dann doch noch absolut mustergültig erreicht. Zwar ein Stück später als gedacht, hier hat sich das eben hier so langsam nach oben aufgebaut, den Kaufdruck. Das war dann hier dann doch perfekt. Was auch relativ perfekt lief, ja, ist das Verkaufssignal. Erreicht jetzt heute hier der Silberpreis diese Linie. Das Kauflimit liegt aber hier an der Unterkante. Ich habe den Chart hier auf dem Desktop noch nicht erneuert, aber der neue Chart ist ja im Stream erhalten. Hier kann sich jetzt eigentlich ein Verkaufssignal auftun. Aber wenn wir mit dem Blick auf die Goldminen, wo man nachher auch kurz einen Blick hinwirft, ja, muss sich das gar nicht wirklich so durchsetzen. Deswegen auch teilweise natürlich das Pulver trocken halten und nicht alles dann in Silber etc. setzen. Das ist natürlich eine negative Tageskerze. Sonst haben wir hier alles. Abgearbeitet bei Silver Wheatner. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt diese Aktie jetzt hier auf JFD vorgestellt habe. Die Newmont-Aktie weiß ich definitiv. Ja, da wurde direkt die Marke jetzt genannt. Und wie man sieht, hier genau das erste. Den ersten Move dann erwischt. Und Silver Wheaton kann man bei God Mode nachlesen. Am Montag war hier der Pfeil Richtung ja, EMA 50. Exakt getroffen, also mustergültig bislang. Deshalb kann man auch vielleicht Silber etwas höher, also die Long-Position schon höher gewichten. Was nicht gut lief, ist jetzt hier Euro-Japanische Yen. Da hatte ich eben mehr erwartet, als ich hier die Analyse noch geschrieben habe von der Folgekerze, lag die hier unten. Die wurde dann direkt, die 4-Stunden-Kerze gekontert, die lief ja noch. Also die nächste. Mal schauen, unterhalb des Rainbows ist ja wie immer, ist also der Rainbow auf der Seite von uns. Im DAX hat sich jetzt, ja, da gab es jetzt heute nicht wirklich ein pralles Setup. Es war halt die Marke noch genannt worden über
10.635. Aber immer, wie gesagt, auch extra zwei, dreimal gesagt, man muss im Hinterkopf haben, dass Amerika korrigieren kann. Und ja, wer jetzt hier sich einstoppen hat lassen, ja, muss selber einen Stopp finden. Ne? Ich habe jetzt hier, wie gesagt, es läuft ja kein ganz akutes Szenario. Ist natürlich hier auch schön, diese Unterstützungszone zu nennen. Da darf es natürlich nicht unbedingt mehr nach unten durchfallen. Allerdings ein wirklich schönes Muster hat der DAX natürlich nicht. Sonst sind wir eigentlich durch. Die neuen Setups wurden vorgestellt und das Wichtigste, Gold und Silber und auch die Goldminen, ja, laufen wie gewünscht. Genau noch jetzt habe ich hier noch WTI im Blickfeld, wer das Limit noch drin hatte. Ich muss hier nur die Füllfarbe etwas heller gestalten. Dann ist hier genau das Tief erreicht worden. Das, was ich auch noch erzählt habe, ist dann hier eingetreten. Noch nicht groß im Gewinn. Allerdings genau hier Reaktion gezeigt. Neues Tief. Doch auch die Muster. Da kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das jetzt hier das Tief war. Und der Ausbruch kann sich hier noch verzögern oder eben nur noch nach unten wandern. Schauen wir kurz noch Brent an. Ach, da hat hier kein Tief. Hier die Ösa, da hat kein Tief erreicht. Deshalb, da gefällt mir halt wirklich von den Mustern dann doch WTI. Ist dann schöner gelaufen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Morgen gibt es dann wieder mehr.